Wenn man die glorreiche Idee hat und sich seine Haare färbt, dann sollte man sich nicht nur über die Vor- und Nachteile informieren, sondern natürlich auch die Risiken kennen. Wie gefährlich ist denn Haare färben eigentlich? Das hier sind alles Leute, die das Haarefärben absolut gar nicht vertragen konnten. Und als ich die Bilder gesehen habe, Leute, da bin ich wirklich fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Was das ist und wie gefährlich das ist, dazu später mehr. Erst einmal musst du wissen, dass Haarefärben nicht gleich Haarefärben ist. Umgangssprachlich sagt man zwar Haarefärben, weil grundsätzlich die Haarfarbe gewechselt wird, aber da gibt es ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Und die erkläre ich dir jetzt kurz, denn hier gibt es nämlich auch einen Unterschied in dem Schädigungsgrad. Es wird nämlich unterschieden zwischen Tönen, Färben und Blondieren. Und ich erkläre dir jetzt kurz und knapp, was das Ganze bedeutet. Starten wir mit der geringsten Schädigungsstufe, und zwar mit der physikalischen Tönung. Bei der physikalischen Tönung ist es so, dass die Farbe genau in der Farbe aus der Tube kommt, wie sie später auch auf den Haaren aussehen soll. Die Farbpigmente ummanteln lediglich das Haar. Das Haar bleibt dementsprechend unverändert und die Farbe bleibt leider Gottes nur von kurzer Zeit, weil sich die Farbe mit der Zeit einfach auswäscht. Die Schädigung ist hier kaum bis gar nicht vorhanden. Bei der Tönung möchte ich noch einen Schritt weiter gehen, und zwar zur professionellen Tönung, die man beim Friseur bekommt. Da ist es so, dass mit ganz niedrigen Oxidanten, so circa 1,5%, gearbeitet wird. Hier ist es auch so, dass sich die Farbe überwiegend um das Haar legt, also das Haar sozusagen ummantelt und nur minimals in die Haarstruktur eingedrungen wird. Heißt, man kann sagen, eine professionelle Tönung beim Friseur ist eigentlich eine ganz, ganz leichte Färbung. Die Tönung beim Friseur hält natürlich minimals länger, aber auch hier ist es so, dass sich die Farbe mit der Zeit einfach aus dem Haar auswäscht. Der Schädigungsgrad für die Haare als auch für die Kopfhaut ist bei der professionellen Tönung ebenfalls wie bei der physikalischen Tönung minimals, heißt wenig bis gar nicht vorhanden. Machen wir weiter mit der klassischen Färbung. Bei der klassischen Färbung ist es so, dass man in einem Oxidantenbereich so circa zwischen 3 und 9% ist, je nachdem, wie man färben möchte. Heißt, welche Farbe möchte man färben, wie hell oder dunkel möchte man färben, und es liegt natürlich auch daran, wie das Haar beschaffen ist. Heißt, welche Haarstruktur hat das Haar, wie dick ist das Haar und welche Farbe hat das Haar von Natur aus. So eine klassische Färbung ist wesentlich langlebiger als eine Tönung, gar keine Frage, weil hier dringt die Farbe wirklich auch ins Haar rein und teilweise werden auch die natürlichen Farbpigmente vom Haar abgebaut, damit sich die künstlichen Farbpigmente in das Haar einlagern können und dementsprechend hält das Ganze auch wesentlich länger. So, und jetzt machen wir weiter mit der krassesten Stufe beim Haarefärben, und zwar mit der Blondierung. Genau das, was ich mit meinen Haaren hier gemacht habe. Bei der Blondierung ist es so, es ist eine Aufhellung von bis zu 9 Stufen möglich. Man kann tatsächlich von ziemlich dunklen Haaren sehr, sehr helle Haare machen, bis hin dazu, wie ich es jetzt habe, hier im Platinblond. Bei der Blondierung werden, anders als bei der Färbung, die natürlichen Farbpigmente aus den Haaren herausgezogen, sodass das Haar sehr, sehr schnell auffällt und sehr hell aussieht. Das ist tatsächlich auch das Aggressivste, was man im Färbebereich machen kann. Dementsprechend ist natürlich auch der Schädigungsgrad für die Kopfhaut als auch für das Haar bei einer Blondierung sehr, sehr hoch. So, jetzt kennst du erstmal die Unterschiede zwischen Tönen, Färben und Blondieren. Und jetzt kommen wir zurück zu den Bildern, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Das sind alles Leute, die allergisch auf eine Färbung reagiert haben bzw. einen allergischen Schock hatten nach einer Färbung, ungeachtet davon, ob es jetzt eine Tönung, eine Blondierung oder tatsächlich eine Färbung war. Denn es ist nun mal so, dass die Inhaltsstoffe von diesen Färbemitteln und Blondierungen natürlich nicht ohne sind. Und jeder Mensch reagiert anders darauf. Und es kann sogar tatsächlich sein, dass man unter Umständen einen allergischen Schock bekommt oder, jetzt haltet euch fest, möglicherweise sogar stirbt. Ich möchte niemandem Angst machen, sondern ich möchte einfach nur an dieser Stelle darüber aufklären. Nicht, dass ihr voller Motivation zum Friseur rennt und sagt, hey, ich lasse mir jetzt meine Haare färben, und Online-Bruder Korte hätte darüber nicht aufgeklärt. Also Leute, seid euch im Klaren darüber, dass das natürlich auch Risiken mit sich bringt, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene. Falls ihr euch am Ende des Tages doch dazu entscheidet, wünsche ich euch viel Spaß beim Haare färben. Leute, ihr wisst jetzt auf jeden Fall die Unterschiede und die Gefahren. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.